Hey Leute, was geht? The Tyson Fitness hier und herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist ein Frag Tyson Video, es ist aber auch das Anschlussvideo zum letzten Vlog, der jetzt schon 2-3 Wochen her ist, wo ich ja so ein bisschen durchscheinen gelassen habe, dass ich mir den Rücken gesnappt habe, like a motherfucker. Und das war auch so, ich habe mir den Rücken gesnappt, meine Freunde. In diesem Video soll es um das Thema gehen, werde ich noch Wettkämpfe machen, also gibt es da noch die Möglichkeit, was steht an, will ich Powerlifting-Wettkämpfe noch machen, ist jetzt Powerlifting für mich vorbei, Knie, Schulter, Rücken, bin ich so verschlissen, dass es nicht mehr geht, ja. Ich möchte da einfach so ein bisschen meine Gedanken teilen und da, wo ich gerade stehe, ob ich gerade trainiere, wie ich gerade trainiere. Ich meine, die Leute, die mir auf Instagram folgen, The Tyson Fitness, ja, at The Tyson Fitness oder at Athletic Statics Army, at Athletic Statics Wear. Die wissen natürlich, dass ich gestern auf dem Bembelmann war und die wissen auch, dass ich immer noch trainiere. Die wissen auch so ein bisschen, was mit der Rückengeschichte passiert ist. Ich habe das hier auf YouTube so ein bisschen nicht erzählt, weil, also das ist so, das lasse ich euch auch gleich so ein bisschen einblicken. Die Motivation ist immer ein bisschen weg, wenn du nichts liften kannst, ja. Wie ihr im letzten Vlog ja gehört habt, ich weiß nicht, wo wir waren, 155 Kilo Kreuzheben oder was. Ich hatte in der Zwischenzeit auch mal 180 so Singles gehoben, einfach aus Spaß, das hatte ich aber nicht gefilmt, ohne Gürtel. Also es lief ganz gut eigentlich wieder in die richtige Richtung, aber ich hatte dann eines Morgens nach einer Nacht, konnte ich mich überhaupt nicht mehr bewegen, tierische Schmerzen am unteren Rücken und bin dann auch direkt zur Osteopathin gegangen und anscheinend bei dieser Reifenaktion oder bei sonstigen Aktionen vorher. Ich habe mir jetzt alles, sämtliche Sachen verschoben. Das ISG war nicht richtig. Die Wirbel von Nacken bis in den Lendenwirbelbereich war alles verschoben, schief, schräg, keine Ahnung, wie genau man das nennt. Es war aber auf alles ziemlich deplatziert und hat auf jeden Fall Spuren hinterlassen. Hatte dann eine Behandlung. Danach wurde es ein bisschen besser, ja, aber so ganz tief, also ihr müsst ja wissen, das hängt ja alles miteinander zusammen. Das heißt, wenn du 5 Stellen oben verschiebst, ja, dann kann es sein, dass ich unten wieder irgendwas verschieben muss. Und das muss ich alles so ein bisschen anpassen erstmal. Deswegen hat das 2-3 Behandlungen gedauert, bis das wieder komplett weg ist. Ich bin jetzt gerade wieder so weit, dass ich alles machen kann, was ich möchte, was ich will. Und ich habe jetzt mir einfach den Entschluss gefasst, ey Leute, im April ist FIBO. Anfang April ist, glaube ich, FIBO. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf stressfrei, weil ihr wisst, ich habe auch viel nebenher zu tun und es ist bei mir immer eine krasse Kopfsache, so dieses Leistungsdenken und so. Ich nehme das Leistungsdenken raus, konzentriere mich erstmal nur auf Optics in Anführungszeichen. Ja, also ich mache jetzt im Moment einen Push-Pull-Plan seit jetzt den 3 Wochen, ja, seitdem ich wieder auf der Bank liegen kann mit dem Rücken, das ging am Anfang auch nicht. Push-Pull-Plan, ganz easy. Ihr wisst Bescheid, die Schulter ist am Zwicken immer noch. Rücken ist ein bisschen jaha, ihr wisst das jetzt, und die Knie sind jaha. Das heißt, ich habe einige Verletzungsbaustellen und du kannst nicht einfach ins Training starten und erwarten, dass das weggeht, ohne dass du was dagegen tust. Und deswegen arbeite ich im Moment am Push-Pull. Einfach am Bankdrücken, am Rudern. Ich will Oberkörper aufbauen, meine Freunde. Athletic Aesthetics, das heißt, wir konzentrieren uns jetzt erstmal mehr auf die Aesthetics, zumindest bis zur FIBO auf jeden Fall. Die Athletic Aesthetics, da wird es auch eine Posing-Reihe geben. Das erste Posing-Video müsste die Tage onkommen, dass ihr das so ein bisschen mitverfolgen könnt, dass ihr auch was davon habt. Ja, also ich bin im Training drin, definitiv. Wobei ich mich da auch jetzt auch speziell auf die Schulter konzentrieren möchte. Das heißt, ich möchte meine Schulter in den Griff bekommen, sodass ich quasi den kompletten Oberkörper schmerzfrei aufbauen, trainieren kann, weiterentwickeln kann. Und hier geht es mir natürlich auch, ihr seht das auch langsam, die Tittenmasse kommt wieder, auch wieder in Richtung Bankdrücken dann. Das ist natürlich dann leistungsmäßiger zu machen. Also ich konzentriere mich quasi mehr auf Bankdrücken, Push und Pull im Moment. Zweite Baustelle, der Rücken. Ja. Der funktioniert im Moment wieder, das bedeutet, ich mache einen Push-Pull-Plan und nach diesem Push-Pull-Plan mache ich ganz easy, ganz locker Kniebeugen und also quasi am Push-Tag mache ich Kreuzheben und am Pull-Tag mache ich Kniebeugen. Warum so rum? Weil ich auch am Pull-Tag Bizeps richtig auf Pump bringe und ich habe keinen Bock mit so Unterarm-Pump und Bizeps-Pump Kreuzheben zu machen, deswegen so rum. Ja, das heißt, ich habe alle Movements drin, aber Kreuzheben und Kniebeugen wirklich im Moment nur, um die Bewegung drin zu haben. Also seit heute werde ich das jetzt wieder machen. Also ich habe mir jetzt 2-3 Wochen da Zeit gegeben. Kreuzheben werde ich wahrscheinlich progressiv machen, weil das hat ziemlich gut funktioniert, mit Bedacht eben auf den Rücken. Werde jetzt auch noch öfters zur Osteopathin gehen und das immer wieder mal abchecken lassen, immer wieder richten lassen.
So, und dann haben wir noch die andere Baustelle, Kniebeugen und das Knie, ja. Warum drücke ich mich so davor, so zum Arzt zu gehen oder zum MRT oder wie oder wo oder was? Ja, ich weiß, ich kriege wieder 3-4 Kommentare, du gehst jetzt zum MRT. Für mich kommt eine OP oder sowas im Moment nicht in Frage, habe ich keinen Nerv für, habe ich keinen Bock drauf, will ich nicht. Ich kann gehen, ich kann laufen, ich kann beugen ohne Schmerzen, es knirscht nur. Ja, kommt für mich im Moment in den nächsten Monaten einfach nicht in Frage, ich habe viel zu viel zu tun, keinen Bock auf OP. So, sprich, es bringt mir im Moment effektiv gar nichts, mich damit aktiv auseinanderzusetzen, vom Kopf her, fürs Mindset, schlecht. Also lasse ich es, ja. Was ich machen kann, ich kann nach meinem besten Wissen, Gewissen, wie auch immer, nach meinem besten, gut, was weiß ich was, versuchen, meine Muskulatur zu lockern. Ich denke, es liegt einfach daran, dass viel zu viel Druck auf den Kniegelenken lastet, aufgrund von dieser Muskulatur, die eben mal 240 Kilo Kniebeugen konnte, nicht abtrainiert wurde und dann einfach nichts gemacht wurde. Und dass ich einfach so hart, also ich merke auch im Oberschenkelbereich, da ist keine Stelle, die nicht wehtut, ja. Und wenn ich das einfach mal vernünftig behandelt bekomme, sollte das besser werden, meines Erachtens nach. Und das werde ich einfach ausprobieren. Aber auch ohne Stress. Ich werde jetzt nicht leistungsmäßig direkt wieder, neulich war ich auch wieder auf 135. Was haben wir gebeugt? Paar mal 8? 5 mal 8? 135, 5 mal 8? Das ist schon wieder direkt so schnell, so viel oben, da komme ich gar nicht hinterher, irgendwas dafür zu tun. Ja, deswegen wirklich nur easy. 3 mal 10, irgendwas, Hauptsache die Bewegung machen. Und das ist im Moment so das Ding. Werde ich Wettkämpfe machen? Ja, ich habe vor, im April oder wann auch immer sie genau ist, die Landesmeisterschaft zu machen, einfach um mich zu qualifizieren für die deutsche Meisterschaft und dann Ende des Jahres die deutsche Meisterschaft zu machen. Ich werde wahrscheinlich keine 240 beugen, ja, ich werde keine 180 drücken, ich werde auch keine 300 heben, ja. Aber ich habe ein Ziel, worauf ich hinarbeiten kann. Die Aesthetics werden auf jeden Fall Anfang, das erste halbe Jahr von 2017 im Vordergrund stehen und danach kommen die Powerlifting Gains. Ich hoffe, dass ich es bis dahin alles in den Griff bekommen habe mit Rücken, Knie, dies, das, Ananas, ihr wisst Bescheid. Und das ist im Moment so Stand der Dinge. Ganz easy, ganz geschmeidig, Push-Pull und ich habe ja auch jetzt hier den Luis und mit dem zusammen werde ich auch das ein oder andere Training für euch abfilmen. Und ja, meine Freunde, ich wollte mich nochmal melden, das ist der Stand der Dinge. Jetzt habt ihr auch so ein bisschen Einblick in den Kopf, weil es ist immer schwierig, weißt du, wenn du mal oben warst, viel bewegt hast, also oben in Anführungszeichen, ne? Also ich war ja nicht Gott, ja, ich war halt einfach gut. Ich denke, das kann man sagen. So, vielleicht Bankdrücken nicht, aber Kniebeugen und Kreuzheben. Es ist schwierig, weißt du, du hast schon Leistungsdruck, vor allem auf YouTube hast du Leistungsdruck, du willst wieder die Werte und du kannst nicht das machen, was für dich eigentlich das Wichtigste wäre oder das Vernünftigste wäre, weil du ja, die Leute wollen ja was sehen, weißt du? Jetzt cut, fuck that shit, Push-Pull, ihr kriegt jetzt nur noch Push-Pull, Alter. Wir werden jetzt ein Pumper-Kanal. Lifestyle. Nein, meine Freunde, aber so sieht's aus und dann langsam wieder hoch. Ganz easy, ganz stressig, ich werde euch das ein bisschen mitverfolgen. Und ja, dann kommt die Motivation, also jetzt langsam kommt die Motivation auch wieder, weil du so wie ein bisschen im Training bist, dich wieder halbwegs bewegen kannst für so einen Fitness-YouTuber. Dann läuft das auch wieder, meine Freunde. Jetzt habe ich hier 10 Minuten gequatscht, aber ich hoffe, ihr habt mir zugehört oder auch nicht und weiß es nicht, meine Freunde. Ich wünsche euch noch einen schönen Montag, wenn das Video morgen kommt. Ich glaube, morgen kommt Montag. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen 4. Advent, genießt eure Weihnachtsferien, Feier, was weiß ich was. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, meine Freunde. Einmal Lifestyler Double Bizeps Pose. Mit Schweißflecken. Nein, ohne. Bis dann. Peace.